Hi Leute, herzlich willkommen bei Tizi Schaubert. Und wir kommen heute, Freunde, Mittwoch zu einem Blind Draft, weil am Freitag kommt ja das Future Stars Team 2. Es wird wahrscheinlich wieder Lightning Rounds geben. Das heißt, wahrscheinlich, es wird Lightning Rounds geben. Wahrscheinlich kommt ein Wami, ne? Der. Was bist denn du für ein Vogel, ey? Mach keine Augen auf meine Packs, Digga. Die brauche ich heute Abend noch, ja? Ja, Freunde, deswegen haben wir uns gedacht, wir spielen einfach aus, wer am Freitag mal wieder einen Lightning Round aussetzen muss. Welche muss man denn aussetzen? Wir könnten es ja echt mal lustig machen. Ja, wie wär's lustig? Wir machen es jetzt so: Verlierer darf eine Lightning Round ja nicht ziehen. Mhm. Wir nehmen dann meinen magischen Zylinder, legen da drei Zettel rein: 50, 100 und 125er. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Und der Verlierer muss sein eigenes Schicksal quasi ziehen. Hast du die Idee schon vorher gehabt oder kam die gerade? Die kam gerade eben echt vorher. Sehr gute Idee, Freunde. Aber die fühle ich, weil dann regt man sich, viele regen sich ja immer auf: ja. 50er oder 100. Ja. Jetzt entscheidet einfach wirklich das Schicksal. Und wenn man verliert, hat man vielleicht echt nochmal die Chance. Ich nehme 125er. Kann passieren, Digga, kann passieren. Freunde, ganz, ganz wichtig, lasst hier ein Däumchen nach oben da, wenn ihr das feiert, weil wir haben es zum Todi gemacht, habt das auch übelst gefeiert. Wir selbst feiern es auch, weil dann ist schön ein bisschen Rivalität. Man kann den anderen schön aufziehen, Jungs. Das brauchen wir. Also lasst hier ein Däumchen nach oben da. Und was man noch sagen muss, Freunde, ihr könnt unseren Partner Smilodogs mal auschecken, ne? Da haben wir nämlich einen Rabattcode TZKappa, könnt ihr euch auch Sachen gönnen, weil viele wissen wollen, ich trage immer M bei den Sachen, ne? Also normale Größe, die ich auch habe. Also checkt auf jeden Fall unseren Partner Smilo aus. Und ich würde sagen, Schnick, Schnack, Schnuck, wir haben, glaube ich, nur ein Draft-Token, oder? Ja, wir machen keinen Draft-Token. Okay, dann Schnick, Schnack, Schnuck. Ich fange an. Mit Blind. Blind, ja. Ich brauche erstmal die Maske. Maske habe ich hier parat. Die ist die Maumaske. Okay. Stopp, ne, dass wieder gleich rumgemeckert wird. Ne? Ja, hier unten mache ich es weg. Dann heißt wieder, ich betrüge. Sehr gut. Also kein Draft-Token. Ja. Future Star gibt natürlich extra Punkte, würde ich sagen. Ja, machen wir so. Oh, dein Schnorchel, mein Punkt. Weil die letzte paar Runden liefen bei dir ja nicht so gut, ne? Deswegen. So, wir gehen rein. Aufstellungen sind da. Ja, also wäre was Machbares dabei eigentlich. I'm early, nur gute. Drei! Ich muss auch sagen, die letzte Male habe ich auch sehr gut die Drafts gebaut, kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. Also, wir haben eine Inform-Karte, wir haben eine Icon-Karte und wir haben eine Toadie-Nominee-Karte. Icon-Karte? Icon sitzt immer auf der 4. Gott sei Dank, Digga. Der hätte mich direkt nach Hause geschickt. Direkt, hopp, zack, zieh dein Zettel und gut ist. So, was haben wir hier am Start? Wir haben drei normale und wir haben zwei Future-Stars am Start. 4. Ja! Wichtig, Junge! So kannst du weitermachen. Er hat sich zwei riesige Chancen liegen lassen, ne? Okay, let's go. 1. Rein theoretisch, ich frage für einen Freund. Ja. Falls man den getroffen hätte, muss man das eigentlich ansagen? Wen? Ein Future Star oder Icon, oder kann man bluffen? Ja, Icon, weiß ich nicht. Nö, ich muss dir nur sagen, ob er da ist. Ob trifft, ne? Das ist ja egal. Könnt ihr aber gerne nochmal in den Chat schreiben. Also habe ich wahrscheinlich eine Icon getroffen und du hast wieder gechoked, ne? Verarscht mich ja gerade. Ich wollte so gesagt haben. Weil es war gerade ziemlich leise und eine sehr unangenehme Stimmung hier in dem Raum. So, es war ja ziemlich dunkel, aber kalt und ekelhaft. Du warst krass, Alter. Das ist Wahnsinn, was bei dir gerade abgeht. 3. Junge, wen wollt ihr verarschen? Ja. 1. Ich habe noch ein kleines Quiz für die Jungs, ne? Die sollen drunter schreiben, welchen Ort ich meine. Es ist kalt, düster und schaurig. Schreibt's in die Kommentare. Hä? Das Loch, oder? Es ist ein Ort, der ist ziemlich kalt, es ist ziemlich schaurig, da bewegen sich Menschen, die sind ziemlich düster. Darknet. Die Jungs sollen es reinschreiben. Okay, weiter geht's. Die wissen das. Kann ich wählen? Ja. 5. Oh, der Mensch ist von Michaela Schäfer. Wenn sich daran die Weekend League aufspielt, dann ist das am richtigen Ort. So, wir gehen weiter. Torhüter sind wir mal. Nichts Besonderes. 3! Meret durch Meret. Machst du schon warm, oder? Ja, nichts Besonderes. 2. Jo. 2. Sehr gut. Noch 2 Positionen. Ja, du reinst da aber durch. Du hast, müsste ich normal nicht ansagen, aber weil ich Ehrenmann bin, sag ich es, du hast einen Toadie. Toadie? 4. Ziemlich leise hier. Das ist eine ganz, ganz komische Situation. Ich kann es Buch zumachen, ja. Ja, kann ich. Ja. 1. Ach, du hör doch auf, Digga. Hab wieder geguckt. Junge. Ja. Kann ich. 3. Ja, du hast den Controller, bist du. Was? 3. Hier. Vor dir. 2, 1, let's go. Digga, es ist so. Du hast gerade ausgefüllt, Digga, was. Oh, 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 also. Wow. Was macht der denn? Digga, ich hab schon aufgegeben. Ich hab's nicht geguckt. Ja, ist doch okay. Kannst dich vordrehen, ist okay. Mach halt die Augen zu. Digga, ich hab's. Ach du Scheiße. Kann ich, ist die Zeit. Direkt gucken, ich guck doch gar nicht. 3, 2, 1, let's go. Digga, ich hab einfach schon aufgegeben. Von was, warum, wo aufgegeben? Das guck dir mal deine Abwehr an, die steht komplett. Du hast schon Chemie, ist schon durch bei dir. Ganz ehrlich, du musst nur noch einen Lukaku vorne reinhauen, du bist durch. Nur noch ein Lukaku, du bist durch vorne. Was ist das für eine Stimmung hier, Freunde? Wenn du jetzt noch ein Ehrenmann bist, bringst du noch Martinez rein, vorne in die Box, dann bist du durch. LV kannst du noch den Hernandez stellen, bist durch. LV, Hernandez, du bist durch. Warum hörst du denn nicht?
Warum den? Das gibt minus 5. Es gibt minus 5. Es gab überhaupt kein Minus. Das gibt minus 5. Es gab gar kein Minus. Soll ich schon mal den Zylinder holen? Ich hab keinen Bock, Digga. Ehrlich, es fuckt mich doch schon wieder ab. Wie kann das sein? Er hat sogar noch einen Future Star getroffen. Es gibt noch einen extra Punkt. Du hast nur 10 Sekunden. Ja, ich brauch gar nichts mehr machen. Ich bin ja schon am Limit. Ich meine, es ist ja hier schon perfekt. Ne? Brauch gar nicht mal viel umstellen. My Thad, brauch gar nicht mal viel umstellen. Das langt so. Hätte Martinez nicht noch mehr gebracht auf ZDM? Hab ich. Andere Seite? Was ist denn bei dir aber auch los? Ja, was soll denn los sein, wenn ich sowas komplett, schon sehe, du warst Digga? Ja komplett verwirrt. Wenn ich sowas schon sehe. Der war ja komplett verwirrt, Freunde. Ja, sag dein Trainer. Nimm die zwei. Ich guck dir rein und denk mir so, hä, was ist denn da los? Ja, moin, Meister. Moin, Meister. Bringt gar nichts. Bringt nichts, aber trotzdem mit. Der hat noch einen Dupe mitgegeben. Der hat keiner mitgegeben. Hat ja auch keinen. Oh. Oh, der war natürlich stark gewesen, ne? Aber egal, den nimmt man mit. Ja, super. Plus noch dein extra Punkt. Ja, für den Future Star. 174. Gott, ist der verwirrt. Sollen wir das überhaupt machen? Oder sollen wir kleine Zylinder holen? Können auch kleine Zylinder holen, das ist deine Arbeit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Manas, der Kollege hier neben mir ist richtig im Loch. Und deine Aufstellungen sind da, die sind auch gut. Du hattest auch nur gute, Alter. Ja, die sind auch echt gut. Nimm die 2. Die ist sogar sehr gut. Also die ist sogar sehr gut. So, dann kommen wir zu deiner Capitanos, Icon und Future Stars da. 2. Ja! Ganz wichtiges Ding. Kommen wir zur nächsten Position. Nix dabei. 3. Ja, okay, du willst aber auch nicht gewinnen, oder? Alter, du hast aber auch keinen Bock zu gewinnen. Ich bescheiß halt nicht so wie du. Wie hätte ich jetzt bescheißen sollen? Nächste Position und nichts am Start. 4. Sehr gut. Gehen wir mal hier vorne drauf. Mann, das, der will's auch einfach nicht. Du hast einen Rulebreaker Harry Kane. Wow, das eins. Mache, hä? Nein. Oh nein. So, dann kommen wir auf die Position. Du hast bei dir ist das Besondere, gerade an denen Spieler sind, du hast einen Rashford als UCL. 5. Ah, du hast einen Spieler getroffen in der Mannschaft, die viel Punkte gesammelt hat. Aber zumindest in Form. So, ja, nächste Position und nächste Ball. Gibt's doch gar nicht. 4. Ja, nach deinem Draft, was soll da noch kommen? Van de Beek. So, dann gehen wir mal auf die Position. Auch nichts dabei. Und KDB vielleicht, aber... 3. Geh mal auf die Schlüsselposition. Das ist Schlüsselposition gewesen. Digga, was machst du mir für eine Ansage? Ja, du hast einen, Mané Toti Nomi. Ja, den hattest du auch. Vorhin saß er auf der 3, nehme ich halt einen anderen mit. Was? Heißer, ja. Warum sage ich den an? Ja, toll, das ist da. Sven Ulreich kann ich dir empfehlen. Ja, den nehme ich Mitte für 2. Corona. Nee, Digga, das wird nichts hier mit den Sachen. Das ist auch nicht dann nichts dabei. 5. Ja, gute Neymar-Troll haben wir hier am Start. Und dann kommen wir hier hin. Ich kann dir in Hadou, kann ich dir kurz anbieten. Murillo. Bowley. 3. Murillo. So, Freunde, wir gehen auf Automatik. Das war's schon. Ja, das war's schon. Bitteschön. 3, 2, 1. Lightning Round zieht der Simau. Schalalalala. Lightning Round zieht der Simau. Alter, die Lightning Round zieht der Simau. Und die Mau zieht keine Lightning Round. Digga. Hey, Und bei dir so, Timma? Wie geht's so? Ah ja, guck mal, vielleicht kannst du da noch irgendwas machen, oder? 25 Sekunden, lass dir Zeit, mein Buch. Nimm den nächsten, komm. Zieh eine Runde am Niklas am Spender. Komm, zieh dran. Das ist so ein Arsch. Komm, zieh dran. Soll ich schon mal die Zettel in der Vorbereite gehen? Digga, was ist denn das? Soll ich schon mal die Zettel vorbereite gehen? Nimm, komm, zieh eine Runde, Digga. Komm, 8 Sekunden noch. Hopp, gleich tütelst, dann sind wir fertig hier. Schluss, Ende. Ende! Sag mal deinen Manager an, vielleicht langt's ja. Vielleicht kriegst du ja noch paar Tupfer. Bist du ein Arsch? Sag den Manager an. Bier. Vielleicht gibt's ja ein paar Tupfer. Ha! Den hab ich sogar oben drin, oder? Mist! Doch, der hat noch einen Punkt gebracht, oder nicht? Scheiße! Ist das ein verhöhnendes Arschloch? Mist! Freunde, es war ganz, ganz eng. Digga, aktuell wird's mir auch langweilig. Irgendwie 3 Drafts, kein Gegner. Ja, aber jetzt I'm early. Also ganz, was hätte ich noch was rausholen können? Wäre irgendwas machbar gewesen gegen dein Star-Ensemble? Komm, natürlich, das ist easy. Irgendwas mit Malga. Was? Guck mal, das ist Mahrez, Digga. Ja, okay. Walker. Okay, den hätte ich hier hinpacken können, dann Mahrez davor, ne? Ja, zack, hin. Oh, das sind wir schon oben. Ja, und jetzt? Was haben wir noch? Erzähl, ich warte. Ja, ist nur Scheiße gezogen, tut mir leid. Komm, wir gehen die Zettel vorbereiten, das bringt jetzt auch nichts mehr. Wie kann man so viel Lack haben, Alter? So, Freunde. Hier sind jetzt die Zettel drin, ne? Die Mau muss jetzt ziehen, welche Lightning Round er denn ziehen darf. Hör auf zu gucken, mach die Augen zu. Hast du den markiert mit 50? Ja, ja, ich seh's ja nicht, Digga. Komm, lang rein. Halt so ein bisschen weg, dass man jetzt sagen kann, ich hab irgendwie geguckt. Weißt du, wo er ist? Jetzt
zieh doch einfach. Amo, ich muss gucken, welcher schwerer ist. Der hier, oh, ich glaube, der ist 125er. Oh, der ist ganz leicht. Dann nimm den. Der ist ganz leicht. Ja, dann nimm den. Den habe ich nicht. Bin so, auf. Machen auf. Wir denken uns spannende Musik. Halt in die Kamera, dass du so nicht ziehst. Darf ich auch nochmal ziehen? Digga, nee, komm, wir machen's richtig. Ich hab dich kurz rausgenommen. Warum bist du auf die Zettel? Du Wichser, Alter! 325er hat er geschrieben, das Arschloch! Ich mach die richtige rein. Warum guckst du denn? Ich hab gedacht, du überprüfst die Zettel nochmal. Ich hab gedacht, du hast ein bisschen Mühe. So, wir haben hier 125er. Und Gott, guck dir seinen Gesichtsausdruck an. Du Arschloch, wirklich. Und 100er, okay. Ne? Jetzt haben wir drei richtig. Ich falze, guck bitte weg. Ach Gott, hättest du mich ficken können, Digga. Ja, ich, ne? ich hätte gar nicht mehr überprüft. Naja, ich hab mir gedacht, hä, was ist denn das? Ach Gott, du Arschloch. Drin? Ja, wahrscheinlich bei meinem Karma, es ist alles drin. Wir können danach auch die Zettel öffnen, da ist wirklich alles korrekt. Nach meinem Karma wahrscheinlich kriegst du jetzt die 50er. Wow, er hat mich jetzt auch so aus Konzept gebracht, woher soll ich jetzt noch fühlen? Das ist eigentlich assi, aber ich muss es einfach machen. Ich hab gedacht, du prüfst sie safe. Ich hätte gar nicht mehr geprüft. In das Vertrauen, ja, Mann. So. Bitte keine 50er. Oma. Ja! Mörders, ich glaube, mehr gebrochen kann ein Mensch nicht sein. Mörders, ich glaube, mehr gebrochen kann ein Mensch nicht sein. Das war eine gute Idee mit den Zetteln, muss ich dir sagen. Wahrscheinlich wird dann auch ein Bambi-Kombo und ich werde ein Bambi-Zieher. Möchtest du noch irgendwas sagen an die Welt? Jungs, ihr wisst, ich bin der Verhandlungsmeister. Das Video seht ihr am Mittwoch, falls es da draußen im Team Timo gibt. Und ich sag euch, wir knacken auf das Video 20.000 Daumen nach oben. Dann muss Simon zumindest mir mal zuhören, was für ein Gegenangebot ich habe. Ich kann nicht beim Shooter. Es kommt ein Mami. Ich will auch ein Mami ziehen. Bitte, bitte, Jungs. Gott, ist das Gewinsel auf ganz hohem Niveau. Ciao. Tschüss. Du ziehst 2x 125. Gut, einmal war es ja klasse. 125. Oh, wenn das den Hammer aufs Genommen. Ciao, ciao.